Ejo, was geht, meine Lieben? So, heute schauen wir uns an, welcher Mann besonders an dir interessiert ist. Natürlich müssen wir nicht nur wissen, wer das ist, wie er aussieht, ob er nervös ist, was dich angeht, ob er vielleicht sogar irgendwie bisschen gestört ist, nein, Spaß. Wir wollen wissen, wer an dir interessiert ist und warum. Ja? Wieso, weshalb, warum? Warum ist die Nase krumm? Warum ist die Erde so? Also Leute, heute bin ich dumm und nicht die Erde, weil ich irgendwie einen histrionischen Anfall habe. Das passiert ab und an, aber gut, heute nutze ich diese kreative Energie für die kreative Fragenstellung. Ich arbeite heute für dich. Bitte liken, das unterstützt mein Tun und motiviert mich immens. Bis zum Mond und zurück, bis zum Pluto, Saturn, Mars. Zweimal Knoten, dann eine Umdrehung, eine Pirouette, wieder zurück zur Erde, dann wieder zum Venus, Mars und Neptun. Sag mal, Neptun? Neptun ist doch der liebe Gott. Der liebe Gott der Meere. Das wäre so ein König der Kelche. Ich habe heute Logorö. Logorö ist ein Zeichen für Schizo-Störungen. Nicht näher bezeichnet. F99. Gut. Blödsinn beiseite. Wer ist dieser Mann? Schauen wir mal. Ich habe hier eine Mini-Pupsi-Ausgabe genau von diesem Deck. Weißt du, in der Nacht passieren hier bei mir magische Dinge. Meine Decks, die klonen sie verbreiten sich einfach hier in meiner Wohnung. Oh mein Gott. Und das ist heute rausgekommen. Aus diesem Deck wurde so rausgewirkt. Gut, wir gucken gleich, ob wir etwas doppelt sehen, ob wir Doppelgänger sehen. Vielleicht möchte dich jemand hier nachmachen. Was ist das denn? Was bekomme ich bitte in meinen Kopf jetzt rein? Ich muss meine Freundin anrufen. Ich muss meine Freundin anrufen. Bitte geh dran. Bitte geh dran. Ich brauche eine Therapie. So. Wow, das ist jemand, der dir den Spiegel vorhält. Den Spiegel vorhält, vielleicht kennst du diese Person schon mal länger. Ja, das fühlt sich so an, als ob man sich aus der Kindheit kennt. Das sind so Energien, wo man sich denkt, wir sind wie zwei Freunde, so tief verbunden, als ob wir uns, als wir 5 Jahre alt waren, schon mal kennengelernt haben auf der Straße. Ja, auf der Straße. Und wir waren wie zwei Rebellen, wie zwei Räuber. Wir sind ausgebüxt. Wir haben blöde Sachen angestellt und keiner konnte uns fangen. Wir waren wie der Wind. Das ist so eine vertraute Energie, wo jeder weiß, ja, einer für alle, alle für einen. Das ist so eine Energie. Ich leg meine Leber für dich. Ja, da kann nichts passieren. Ich gebe dir meine Niere, damit du weiterlebst, damit es dich gibt. Eine seelenpartnerschaftliche Karte kommt hier rein. Eine liebe Person möchte sich heute zeigen. Zeig dich. Zeig dich, zeig dich. Wieso sehe ich, das ist ein Spiegel? Hältst du ihr ein Spiegel vors Gesicht? Weißt du, diese Person ist auch noch so lieb zu dir. Sie hält dir einen Spiegel, damit du dich besser sehen kannst, damit du siehst, wie schön du bist. Damit du siehst, wie viele Gaben du hast, was du für eine tolle Person bist. Und natürlich tut man das auch hier, sei es in dieser Konstellation, aus dem Grund, weil du auch dem Menschen etwas signalisierst, wo du sagst, du bist so ein guter Mensch. Ich denke, du kennst diese Person, die hier an dir interessiert ist. Alle, die heute auf Narzissten schauen wollen, das ist die falsche Legung. Die Narzissten haben wir ausgesondert. Jeder Psychotherapeut sagt,
Wenn meine Karriere so gut läuft, dann werde ich niemals Narzissten empfangen. Ja, das ist so die letzte Geschichte, wo man noch, das heißt nicht so viel verdient, dass man diese Leute einfach nehmen muss. Ja, die sind so ätzend und die haben solche Abwehrmechanismen, da musst du richtig mit so einem Panzer rankommen. Also meine Lieben, heute ist eine liebevolle Erlegung. Weißt du, was diese Person über dich denkt? Natürlich werde ich gleich mal ein bisschen gucken, welche Augenfarbe hat er, welche Nationalität ist er, welche 20 Sprachen spricht er, fließend und gebrochen. Ja, das werden wir alles noch sehen. Muss nur noch meine Glaskugel rausholen. Moment, Moment, Moment. So, diese Person denkt über dich, dass du ihn sogar irgendwo im Griff hast. Interessant. Ist es lieb von dir, dass du da hier so ein bisschen Manipulations durchführst, solche Friktionen, ja, solche Reibungen ist hier abzulesen? Nee, das machst du unbewusst. Du bist in deiner Welt, wo es dir sowas von gefällt und du sagst, ich lasse nur die besten Leute an mich ran. Ich denke, diese Person denkt sich, dass du in ihn auch sogar verliebt bist, du Madonna. Na? Du bist verliebt, Madonna. Oh. Küsse aber nicht den Fisch. Küsse nicht den Fisch. Ich zeig dir mal diese Karte. Das ist die Königin der Kelche. In diesem Deck besonders schön. Ja? Eine der schönsten Karten in diesem Deck. Weißt du, wenn ich schön sage, dann gucke ich nicht nur auf sei es Äußeres, ja, wie rot ist ihr Kleid, das ist so schön, ihre Haare sind so hochgesteckt, elektrisiert, ja, als ob sie jetzt gerade einen Stromschlag erlitten hat. Nein, ich spüre Energien. Darum geht es hier. Und das ist eine sehr sanfte Energie, so wie er dich hier zeigt. Er sagt, du bist da in deiner Blase. Ja, und diese Blase, die ist sowas von mir bekannt irgendwo. Da treffen sich zwei Seelen, die sich vielleicht sogar aus früheren Leben kennen. Ja, alle, die an die Reinkarnationstheorie glauben, ja, sind hier wirklich bei dieser Legung herzlich willkommen, weil es hier um zwei Seelen geht, die sich gefunden haben in diesem Leben. Oh, ich sehe dich. Ja, du siehst mir ähnlich. Schau mal, du hast einen Leberfleck hier. Ich habe auch einen Leberfleck hier. Hier, du hast hier. Ich auch hier. So. Jetzt sind wir Freunde für immer. Jetzt sind wir wunderbare Zwillingsflammen und wir brennen füreinander. Sagte ich schon, dass ich heute einen hysterischen Anfall habe? Das müsst ihr mir bitte verzeihen. Oder auch einfach akzeptieren. Ja? Akzeptieren, vergeben und einfach liken. Okay, jetzt möchte ich mal wissen, wie sieht er ungefähr aus? Wow, er hat mehrere Gesichter, multiple Persönlichkeit. Ich will nicht Störung sagen. Ich will nicht böse sein. Aber schau mal, ja, wie die Karten reden. Wie sieht er aus? Es sieht so aus, als ob er sich gut kümmern kann. Ein guter, sei es Vaterinstinkt, ein guter Beschützerinstinkt. Das ist etwas Archaisches, ja, wo die Person so rüberkommt, wo es eine Aura hat, wo du denkst, ja, diese Aura würde mich umarmen, mich umhüllen, ja, und mich noch mehr in die Geborgenheit katapultieren. Ich habe jetzt meine Kugel nicht dabei, sonst hätte ich dir gesagt, dass er, weiß ich nicht, welche Augen hat und ob er da Grüppchen hat oder ob seine Mundwinkel angezogen sind oder nicht. Ich denke, das hat hier auf meinem Kanal wirklich nicht wirklich was zu suchen, wenn ich in solche Details gehen würde. Dann würde meine Mentorin sagen, du liebe Frau, was habe ich dir beigebracht? Was habe ich dir beigebracht an sich? Hast du nichts gelernt? Ich habe eine sehr strenge Mentorin. Sie ist jünger als ich, aber sie ist so eine weise Seele, Wassermann. Als Zeichen auch. Ja, das sind immer so diese Luftzeichen, die sind sowieso immer so crazy people. Und wenn sie sieht, dass ich irgendeinen komischen Schrott mache, dann wird sie wirklich aggressiv und sogar sehr streng mit mir. Und die sagt,
Ich habe dir gesagt, du musst 20 Stunden meditieren. Ich habe dir gesagt, du musst das und das lesen. Und ich sage dann nur, danke, meine Liebe. Danke, ich mache das, ich mache das. Oft mache ich das natürlich nicht. Ja? Aber das weiß sie hoffentlich nicht. Ängstlich. Ängstliche Person. Wovor hast du Angst? Oh, Angst. Ich beschreibe sie mal ihm so, dass er hier Angst vor, nenne das, vor großen Weisheiten hat, irgendwo von der höheren Macht, von dem, was gibt es dann sonst noch alles im Universum, wer regiert diese Welt, warum sind wir hier, was kann das noch werden, hier kommt der Hierophant, ja, Hierophant, er hat noch Angst oder... Doch, wenn ich schon von Angst rede, dann muss ich das jetzt nicht so vermeidend irgendwie beschreiben. Ich rede lieber direkt. Man soll eigene Angst immer konfrontieren. Ne? Dann ist das die beste Therapie. Diese Person möchte nicht in irgendwelchen gesellschaftlichen Normen hineinpassen, weil der findet, das ist alles Heuchlerei, das ist zu übertrieben, das ist nicht deren Leben. Nicht sein Leben, ne? Nicht sein Leben, vielleicht auch nicht deren Leben, das wird alles nur zur Schau gestellt. Kann natürlich jemand sein, der impulsiv sein kann, auch ganz schön schnell von 0 auf 100 fährt. Also ein heißes Blut, heißes Blut. Was noch? Als ob mich jemand zwingt jetzt, dass ich jetzt hier so ein bisschen mal Persönlichkeit beschreibe. Mich zwingt doch niemand und ich bin doch frei, ich kann immer ausbrechen. Ne? Vielleicht ist er auch so, mich zwingt niemand, ich kann ausbrechen, wenn ich will, aber vielleicht kann er nicht immer ausbrechen. Er muss ein bisschen balancieren, aber balancieren, das tut nicht mehr gut. Das tut nicht mehr gut. Gut, so ein bisschen wer haben wir hier geklärt. Wieso, weshalb, warum? Schon wieder balancieren. Ne? Das ist ja eher sowieso Balanceakt. Wo war die Karte? Wo war die Karte? Die war auch hier. Oh, ist das nicht ein Zeichen vom Universum, meine Lieben? Schaut mal. Ne? Schaut. Es ist nichts gefaked. Guckt mal, das ist kein Zaubertrick. Ja? Das ist alles live für euch, ohne Cut aufgenommen. Ne? Ohne Photoshop, ohne irgendwas. Was heißt denn diese Karte? Ja, du darfst auch ruhig mit assoziieren. Balanceakt. Für dich ist das auch wie sowas wie eine Luftakrobatin zu sein und vielleicht dort zu balancieren, wo es mal gefährlich sein kann. Aber du scheinst hier auch gut trainiert zu sein. Das heißt, du hast es dein Leben lang geübt. Du bist eine geübte Künstlerin und du schaffst das zwischen, sei es zwei Welten, in eine Verbindung herzustellen. Ist nicht einfach, der Umgang. Warum ist der Umgang nicht einfach? Wieso komme ich jetzt auf diesen? Ihr seid so verschieden. Ich weiß nicht, was gibt es denn da Verschiedenes? Du siehst schon, ja, ein Vogel umarmt ein Mädchen. Naja, Mädchen hat ja auch solche Flügel. An sich, so verschieden ist es gar nicht. Ne? Als ob er ihr hier seine Flügel sogar gibt. Natürlich, ich habe ja das Buch dazu gelesen, ne, was das alles hier bedeutet, muss man sowieso machen, ne, zu jedem Deck, bitte auch Manara, ne, wenn ich so diese Deutungen sehe für Manara, da muss ich wirklich ausrasten fast schon, ne, wo man nicht mal die Bedeutung der Karte kennt. Im deutschsprachigen Raum gibt es auch nicht die richtige Bedeutung, da musst du mal bitte, weiß ich nicht, bei mir mal ein bisschen gucken, ne, wie ich die deute, wirklich. Weil man kann ja doch die Karten nicht so vergewaltigen, das geht nie, gar nicht, ne? Das geht nicht. So, irgendwo verschieden, aber trotzdem, das fühlt sich sowas von bekannt an. Ja? Das ist eine Seele, die die andere Seele erkannt hat. Damit haben wir angefangen. Wieso? Ich denke, wieso? Das ist das. Wie sagt man da in allen Zeiten, auch in tristen Zeiten, in traurigen Zeiten, bin ich für dich da.
In Zeiten, wo wir zusammen lachen, bin ich für dich da. Solange die Sterne leuchten, bin ich für dich da. Und ich behalte dich in meinem Herzen. Ich bin für dich da. Schön. Also weißt du, um wen es heute hier geht? Das ist eine zuckersüße Legung heute. Bisschen kitschikitschikitschi. Aber gut, ja, hat mir lange nicht mehr gehabt. Da haben Narzissten dazwischen gefunkt. Also, dieser Mensch, du wirst ihn so erkennen, wo, weißt du, jetzt will ich einfach mal ruhig sein. Irgendwie möchte ich jetzt hier einfach ruhig sein. Das ist so eine Stille. Ja, manchmal muss man gar nichts sagen. Ich bewundere immer Menschen, die sehr lange schweigen können. Auch sei es zusammen. Die sitzen irgendwo, sei es zusammen am Tisch, im Café. Und die können einfach da sitzen und die können lange schweigen. Und diese Stille, die redet Bände. Und das ist so genial, ja, wo man das einfach erlebt. Zum Weinen schön. So, jetzt möchte ich aber nicht weinen. Jetzt möchte ich aber weitermachen. Ich weine danach, okay? Ich mache die Kamera aus und dann heule ich los. 5 Minuten gebe ich mir. Ja, wieso, weshalb, warum ist diese Person an dir interessiert? Warum bist du interessiert? Jetzt habe ich so ein Mudra geformt. Ne? So ein Mudra hatte auch Jesus. Ne? Hatte Jesus auf seinen Bildern. Ne? Wenn du mal genauer guckst, was hat denn da Jesus als Zeichen gezeigt? Genau das. Ne? Das ist ein Mudra. Mudra. Ja? Und die sagen, nö, wir sind nicht spirituell, die Kirche macht nichts. Ne? Und dann räuchern wir Weihrauch und machen Rituale. Aber natürlich, die einfachen Leute sollen das nicht wissen. Die sollen das nicht wissen, sonst würden die hier stärker als wir. Wollen wir nicht haben. Wollen wir nicht. Warum bist du so an der Frau interessiert? Zeig mir dein Interesse. Ich möchte dich beschützen. Man küsst dein Abbild. Ja, ich küsse dein Abbild. Irgendwie so kommt das hier. Weiß ich nicht. Hat er deine Fotos? Vielleicht küsst er dich. Ja, so ein Smartphone ist total voller Spucke, da küsst sich die ganze Zeit. Hier sowas, weiß ich nicht, ein bisschen Zwanghaftes. Man möchte dich beschützen, auf die Arme nehmen. Das ist wie so eine schöne Mutterenergie. Ja? Wenn du jemanden beschützen möchtest, dann weißt du genau für dich Bescheid, dieser Mensch ist dir wichtig. Ja? Denn man beschützt nicht einfach jeden. Ja? Ich zum Beispiel. Ich beschütze beispielsweise oft meine Frauen. Ja? Meine Frauen, das seid ihr. Ich kann nicht anders. Und woher kommt das? Ich beschütze immer meine Mutter. Ja? Das kommt alles, da wachsen die Beine, ja? Aus der Kindheit. Und wenn du da merkst, da gibt es jemanden sonst noch, den du beschützen möchtest, dann ist es für dich eine weiße Flagge, wo du wissen musst, ja, ja, diese Person ist mir wichtig. Wieso sage ich weiße Flagge? Na ja, gut, ich wollte rote Flagge umgehen, weil rote Flagge heißt Red Flag. Ja, du musst aufpassen. Attention, Attention, Attention. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Aber bei der weißen Flagge, das ist wie, ich ergebe mich. Ich ergebe mich, du ergibst dich. Ich denke, so wirst du auch diese Person erkennen. Ihr braucht keine Masken zu tragen. Ihr braucht euch nicht egoistisch zu verhalten. Ihr braucht euch nicht zu zeigen, oh, weißt du, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe? Weißt du, wie viele Follower ich habe? Weißt du, wie viele bla 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 ich habe? Ich habe hier und da eine gute Ausbildung und ich war schon mal bei der Unternehmensberatung oder klar, was weiß ich. Ne? Weißt du, was ich? Oder meine Oma lebt in Dubai. Braucht ihr hier alles nicht. Ehrlichkeit. Solche ehrlichen Seelen sehen wir hier.
Ruhe. Ich sage es dir. Das ist die Förderschwere. Das ist die Ruhe. Vielleicht ist hier zwischen euch so eine Art Ruhe. Wofür ist diese Ruhe gut zwischen euch? Für die neuen Chancen, die noch kommen werden. Und für die Überwindung der Ängste. Sei es auch die Ängste, die damit zu tun haben. Was heißt denn, einsam zu sein? Ist das, ab wann ist das toxisch? Ab wann ist das nicht mehr gut für uns? Wo es uns klar wird, dass wir darunter leiden? Ganz einfach, wie bei jeder psychischen Störung. Ab wann ist es eine Störung? Ab dem Zeitpunkt, wo selbst die anderen sagen oder du sagst, das stört mich. Ich leide darunter. Und ab da soll man schauen. Okay, sei es, gibt es Gefahr für dritte Personen? Das sowieso, ja, für sich selbst. Aber solange es so funktioniert, dann ist es okay. Und solange diese Ruhe so bereichernd ist, wie ich die davor beschrieben habe, solange du da so viel Sinn daraus konsumieren kannst, solange ist es okay. Ja, und wenn du verstehst, meine Einsamkeit, nenne das mein Alleinsamkeit, ja, Alleinsamkeit, solange es für mich gemütlich geborgen ist, solange ich in meiner Welt mich wohlfühle, ist es in Ordnung. Ja, dann soll es auch bestehen bleiben. Und es wäre sogar schädlich, wenn diese Idylle zerstört wird. Wenn die Glaskugel auf den Boden fällt, zerbricht. Ja, dann kann man nicht mehr so. Wir schütteln, 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 schütteln. Dann siehst du jetzt die Sterne. Dann gratuliere ich dir, du hast optische Halluzinationen. Gut, ein Symptom ist noch kein Symptom. Ein Symptom ist kein Symptom. Ist kein Syndrom. Ein Symptom ist kein Syndrom. Ja? Ängste zu überwinden. Was werdet ihr daraus bekommen? Du sollst aus dieser schrägen Legung verstehen, dass eure Begegnung höchst philosophisch ist. Du merkst schon an der Art der Energie, die heute hier ist. An meiner Art. Ja, weil wenn ich lege, dann spüre ich das Ganze mit meinen allen meinen Zählen. Ja, meine Zählen meiner Seele, die spüren mit. Mein Geist, all meine sieben Körper, so diesen ätherischer Körper, Astralkörper. Alles ist dabei. Alles, wow, alles erzählt dir. Das ist das genau. Das ist ja diese Weisheit. Ja, alles erzählt dir, um was es hier heute geht. Und an sich sollst du hier die tiefere Weisheit erkennen. Und hier kommt auch Lorbeer. Lorbeer. Und wer die Weisheit erkennt, wird belohnt. Ja, bekommt so einen Lorbeerkranz. Bleibt weise und trägt euren Kranz mit Würde. Für eine private Legung stehe ich dir wie gewohnt zur Verfügung. Like, spende, kommentiere, folge mir und bleib einfach loyal. Loyal sein lohnt sich. Mach's gut. Bis dann. Ciao.